Hallo! In diesem Video zeige ich euch, wie ihr euch selber Schafskäse im Backofen zubereiten könnt. Dafür braucht ihr folgende Sachen. Ihr benötigt natürlich ein Stück Schafskäse. Ich habe einen am Stück. Dann braucht ihr Gewürze. Ich benutze Salz, Pfeffer und Fondor. Ihr braucht ein Pflanzenöl. Ich habe ein Rapsöl. Ihr braucht frische Kräuter am besten. Wenn ihr diese nicht habt, könnt ihr natürlich auch getrocknete Kräuter nehmen. Und ein Stück Alufolie, in den ihr den Käse nachher einwickeln könnt. Im ersten Schritt habe ich die frischen Kräuter klein geschnitten. Ich habe Basilikum, Liebstöckel, Schnittlauch und Thymian benutzt. Und als nächstes lege ich den Käse in die Mitte von der Alufolie. So einfach reinlegen. Und jetzt wird der Käse gewürzt. Wie gesagt, ich benutze Salz, Pfeffer und Fondor. Ihr könnt natürlich auch andere Gewürze nehmen, wenn ihr diese lieber möchtet. So, das Ganze wird jetzt reichlich gewürzt und gut darauf verteilt. So, jetzt verteile ich die frischen Kräuter über den Käse. Und jetzt knicke ich die Ränder der Alufolie ein bisschen hoch, bevor ich das Öl darüber schütte, damit mir das nicht wegläuft. Einfach nur ein bisschen. Und gieße vorsichtig jetzt ein wenig Öl über den Käse. Nicht zu viel, aber so, dass der Käse gut damit bedeckt ist. Und das Ganze wird jetzt zusammengeklappt. Das heißt, ich klappe die Alufolie über dem Käse jetzt einfach zusammen. Schön vorsichtig. Dass die Kräuter und alles auf dem Käse nicht wieder abgehen und das Öl nicht rausläuft, kann ich das an der Seite einfach umknicken und feste zudrücken. Wer möchte, kann das Ganze jetzt für eine halbe bis eine Stunde noch ziehen lassen und danach kommt das Ganze in den Backofen bei ungefähr 160 Grad. Und muss dann so circa 10 Minuten drin bleiben, bis der Käse angefangen hat zu schmelzen. So, der Käse ist jetzt nach ungefähr 10 Minuten fertig. Ich habe das Ganze in Alufolie eingewickelt, damit der Käse schön das Aroma der Kräuter, des Gewürzes und des Öls annimmt und nichts entweicht. Und jetzt kann man das ganz vorsichtig öffnen, nicht verbrennen, ist sehr heiß. So, da sieht man, dass der Käse an der Seite schon ein wenig verlaufen ist. So ist es genau richtig. Und jetzt können Sie den Käse einfach verzehren.